Hi, hallo, da sind wir wieder. Heute möchte ich mal was ganz Besonderes machen, was ich lange habe schleifen lassen. Ich war selbst ein bisschen überrascht, als ich gemerkt habe, wie lange es her ist. Im November habe ich mit Nine Witches angefangen. Es ist ein Adventure über einen alten Mann im Rollstuhl, der sich zu einem Geist in eine spirituelle Geisterebene begeben kann und seinem vermeintlich jungen asiatischen Adjutanten, der für ihn quasi die ganze Drecksarbeit macht. Und beide zusammen kämpfen gegen Nazis, bisschen Indiana Jones Flair. Es ist ein Adventure und es hat so einen geilen Pixel-Look. Hier ist einmal kurz das Cover sozusagen, das Titelbild für euch. Und damit begrüße ich Panik. Les go. Ja, ich habe auch Bock. Ich will jetzt auf jeden Fall auch gleich loslegen. Aber ich dachte, ich gebe ein, zwei Leuten, die mich seit Monaten damit... Ich wollte erst sagen, terrorisieren, aber es terrorisiert mich ja nicht, sondern ich finde es ja auch voll nett. Aber ich habe es immer die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dass alle Leute nochmal wollten, dass ich Nine Witches Family Disruption irgendwann nochmal zu Ende spiele. Denn ich bin relativ, ich will nicht sagen am Ende, aber ich bin schon relativ weit, glaube ich. Ich habe eine To-Do-Liste im Spiel, die ist ziemlich gut abgehakt. Ich habe mehr oder weniger es in den Nazi-Bunker geschafft, indem es ein Beschwörungsritual gibt und das muss ich wohl jetzt unterbinden. Und das ist so ein bisschen der Plan. Hallo fliegendes Eichhörnchen, hallo Stronko, hallo Potazzi. Trinke erstmal kurz ein kleines Käffchen. Kleines Käffchen muss erlaubt sein. Und dann machen wir uns heute hier einen gemütlichen Sonntag mit Nine Witches. Ich habe das letzte Mal, und deswegen bin ich so ein bisschen, muss ich ein bisschen schmunzeln und fühle mich auch ein bisschen schlecht. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, im Februar Nine Witches gespielt. Und habe seitdem nicht mehr gespielt. Und ich habe auch die Hälfte natürlich vergessen. Vor allen Dingen die ganzen Stimmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die sprechen. Ich glaube, der alte Mann redet irgendwie so ein wenig arrogant, aber auch alt. So ein bisschen. Und jetzt weiß ich gerade nicht, der andere, der Junge, der war irgendwie so ein bisschen unsicher und immer so zitternd, so ein bisschen, ich weiß ja auch nicht, also ich will nicht sagen wie Morty, aber so ein bisschen schon das. Und ich hoffe, dass diese beiden Stimmen ausreichen werden, um das Spiel zu spielen. Es sind 1 Million Charaktere. Ich bin vielleicht noch nicht ganz fit für diese Aufgabe, aber wir ziehen es jetzt trotzdem durch. Nine Witches Family Disruption mit mir und euch. Fühlt euch erstmal begrüßt. Trinke ich noch mal kurz. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das Spiel heute zu Ende kriegen. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wie weit es noch geht, aber ich glaube, ich würde jetzt mal so sagen, 2 Stunden mehr ist es gar nicht mehr. Aber wer weiß das schon. Na, ich begrüße euch alle. Schön, dass ihr alle da seid. Fühlt euch begrüßt, genau. Fühlt euch in eine große, warme Pferdedecke eingewickelt. Gut, ich drücke nun Start. Und jetzt lade ich. Ich hoffe, dass ich den Spielstand noch habe. Hier rechts sehen wir übrigens das Ritual. Ich war auch schon auf einem anderen Planeten. Meine Güte, ich habe viel verpasst, aber ich bin so vage noch drin. Ne? Aber wir waren hier auf so Bauernhöfen, kam quasi nicht zu diesem Beschwörungsritual. Dann waren wir am Ende bei diesem Beschwörungsritual tatsächlich auch. Und haben wir das verhindert? Nein, wir haben da auf jeden Fall was dran gemacht. Ich weiß wenig. Ja, ich kann euch aber eins sagen. Wir sind hier als Geisteropa in einem Entführungsbunker. Und hier haben wir uns schon so ein bisschen aus unserer Zelle rausgekämpft. Das ist der Weg, den wir bisher gegangen sind. Ich kann ihn euch, wie gesagt, aber gerne nochmal abfliegen. Und da seht ihr schon, dass einiges gemacht wurde. Ja, wobei allerdings auch gut sein kann, dass hier doch noch irgendwas ist, wo ich noch nicht war. Aber doch, ich glaube, hier diese Geschichten, da war ich überall schon. Wir werden es trotzdem einmal kurz abfliegen. Danke, Smitty, für dein Prime-Abo. Ja, hier haben wir angefangen. Das ist die Zelle, da rechts ist nur ein Raum. Wir gehen mal alle Räume ab, denn ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Nicht, dass dann irgendwo ein Rätsel auf mich wartet. Hier diese arme Dame, Edda. Die Hexe schläft geräuschvoll. Ich vermute, sie haben ihr ein Betäubungsmittel gegeben, um sie ruhig zu stellen. Ja, so ist das auch. Ich habe auch mit ihrer Geister-Astralprojektion schon gesprochen.
Es sieht nicht gut aus für sie. Hier habe ich den Strom an- und ausgestellt. Genau, hier gab es nämlich ein Rätsel, dass ich an einem der Wachen, glaube ich, nicht vorbeikam. Und deswegen musste ich den armen Kerl wegbrutzeln. Ich glaube, das war hier unten. Ich glaube, das ist der Kollege. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich müsste ich ihn jetzt sehen. Das ist der Körper des Gefängniswärters. Er ist verkohlt. Ja, das ist korrekt. Genauso soll es auch sein. Das hier ist mein kleiner asiatischer Kollege, der nie aussieht wie ein asiatischer Kollege, aber es ist bei den Pixeln auch schwer zu sagen. Aber er ist auf jeden Fall der eigentliche... ich würde nicht sagen, er ist nicht das Brain dieser Operation, aber er ist der Muscle. So, und jetzt sind wir, wie gesagt, hier in einem der Nazi-Hauptquartiere. Und ich weiß nicht, was ich mit all denen machen soll. Ich habe ein paar neue Fähigkeiten, glaube ich. Also wenn ich jetzt rot drücke, komme ich zurück in meinen Rollstuhl. Das bedeutet, oh, ihr seht das Symbol gar nicht. Oh, vielleicht sollte ich das mal woanders hinmachen. Das kann euch nämlich auch sonst verwirren. Da. Okay, vielleicht lege ich es nochmal. Könnte man das hin? Wo könnte man es hinmachen, wo es euch nicht stört? Hier? Ja, warum eigentlich nicht? Okay. Also ich habe dieses Rollstuhl-Symbol, das bringt mich wieder zurück. Grün ist reden, blau ist untersuchen und Y ist... Ich weiß es nicht. Ich drück's mal. Damit kann ich irgendwas erzeugen. Wahrscheinlich sind es irgendwie... Sieht ein bisschen gerade aus wie die Items, die ich benutzen kann in meiner Astralform. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist Lundgren, General von Darkas persönlicher Leibwächter. Und das ist Dr. Handloser. Rudolf Handloser, der skrupellose Wissenschaftler der Okkulte 55. Ja, die Okkulte 55 ist also diese Geheimorganisation innerhalb der Nazis, die versuchen, okkulte Phänomene zu erzeugen, um den Krieg zu gewinnen, bla bla bla. Kennt ihr alles von Indiana Jones? Der finstere General Friedrich von Darka, Anführer der Okkulte 55. Genau, General Friedrich von Darka, der ist auf jeden Fall wichtig. Der ist auf jeden Fall wichtig. Den werden wir noch erledigen. Und natürlich den Kanzler. Der finstere Kanzler. Ich nehme an, das soll der Adolf sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er hat auf jeden Fall die passende Armbinde. Okay, und hier ist Dynamit. Das kann ich sicherlich auch. Hier ist ein Hebel. Dynamit. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Und hier ist ein Meter. Laut Anzeige ist sie zu 50% aufgeladen. Das sollte eigentlich okay sein, aber wofür ist das Meter? Habe ich schon ein bisschen vergessen. Dynamitstangen. Kann ich die mit Ihnen interagieren? Nein, es ist nicht möglich. Dieser Hebel ist für mich nicht zu ziehen, denn ich bin nur ein Geist. Ein rostiger Hebel. Ja, shit. Okay, hier habe ich letztes Mal aufgehört. Warum, weiß ich auch nicht. Danke, Drolix, für dein Abo. One Bally Man schreibt, das kenne ich von der Demo. Ist das mittlerweile released? Ja! Es gibt schon länger eine Demo, letztes Jahr schon. Und ab November, Dezember habe ich dann angefangen, das Spiel zu spielen und bin immer noch nicht durch, aber es ist auf jeden Fall eins der Spiele. Ich gehe nochmal direkt weiter. Es ist eins dieser Spiele, wo man echt viel Zeit auch aufwenden kann. Oh Mann, ey, was ist denn hier passiert? Pistole. Das ist Akiros Pistole. Es sieht aus, als hätte sie jemand versehentlich verloren. Das ist die... Also Akiro ist mein Adjutant. Oh Mann, so lange ist es her. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier eigentlich nochmal genau passiert ist. Warum sind die alle tot? Warum sind die auf brutalste Art und Weise zerpixelt? Ich weiß es nicht. Vielleicht können mir diese Aale hier, die Aale helfen. Ich fragte den Aal, der Aal, er sagt, es war fatal. Es war ein Infernal, sagt der Aal. Es war brutal und für mich schal. Aal. Okay. Das ist ein Metalltank. Auf dem Schild darauf steht Helium. Okay, ein Heliumtank. Ich kann da nicht reingehen. Wenn ich mich zu weit von meinem Körper entferne, kann es zu einem Herzstillstand kommen. Mach mal ein bisschen lauter die Hintergrundmusik. So, also das waren wahrscheinlich irgendwelche Monster, die beschworen wurden. Es tut mir leid, Vergangenheit Simon. Ich habe sehr viel schon wieder vergessen. Wir wissen aber natürlich, wir wollen uns diese Pistole holen.
Basel lese ich da. Der offizielle Twitch-Channel macht gerade sowas wie Chat-Duell. Direkt verklagen! Meine alte Idee, einfach so zu übernehmen. Es soll euch kein Glück bringen, Twitch. Okay. Ich kann ja mit denen nichts machen. Kann ich mit denen eigentlich reden? Ah, vielleicht kann ich die ja anquatschen. Ich glaube, ich kann die ablenken oder so. Ich kann die irgendwie so aus der Geisterwelt so ein bisschen nerven. Vielleicht auch nicht, aber ich versuch's mal. Nee. Ah, das ist gut. Öffne deine Gedanken zum weit entfernten Jenseits. Aber. Jetzt kann ich den steuern? Nee, aber vielleicht kann ich ihm jetzt quasi Befehle geben. Sowas wie, nimm das Dynamit. Oder ich kann ihn befragen nach den Sachen. Drücke den Hebel neben dem Schrank nach unten. Geil. Und der dumme Soldat macht's auch noch. Piep. Die Energie der Rakete ist bei 75%, Herr Kommandant. Der Start steht unmittelbar bevor. Der Renzig ist nah, mein Kanzler. Geht Rugen, Wolten, Guten, Roten. Das hätte ich vielleicht sagen müssen. Der Kanzler redet immer so. Der redet ein bisschen, als wäre er leicht debil. Um Himmels Willen. Also, jetzt haben wir den Shit zu 75% aufgeladen. Ich weiß nicht, ob wir das waren, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir haben immerhin die Tür aufgemacht. Dann fahren wir zurück in den Körper. Professor, Neues vom weit Entfernten. Aber das ist nicht gut. Die Rakete startet bald. Entschuldigung. Wir müssen den Ladeprozess sabotieren, andernfalls geht alles den Bach runter. Notiert. Okay, wir gucken gerade mal, ob wir nicht irgendwo... Nee, das wollte ich nicht. Ob wir nicht irgendwo... Auch nicht. Wo sind die Items? Wo sind die Gegenstände? Irgendwo kann man nämlich die Gegenstände sich angucken. Da. Da, eine Sekunde. Danke auch. Bartus Longus 85. Hier, das sind die einzelnen Items, die ich habe. Merkt sie euch gut. Wir werden sie eventuell hier und dann gebrauchen. Und wenn ihr dann wisst, wie, könnt ihr mir helfen. Das ist ein Marmeladenglas und das ist leer. Das ist ein kleines, da ist ein kleines Schild drauf. Ammoniak. Wir suchen einmal alles, untersuchen einmal alles. Das ist eine Rolle Klebeband. Das ist der Schlüssel, der in dem Medaillon war. Ach stimmt, hier waren wir da. Vom Aussehen her würde ich sagen, der ist älter als meine Urgroßmutter. Und da ist das Medaillon, da ist, ich weiß nicht mehr wer, schon wieder voll vergessen, aber da war der Schlüssel drin. Das ist ein Stück Papier mit der Telefonnummer des Seleniten. Der Selenit ist, glaube ich, das Alien, die wiederum ein Problem damit haben, dass wir diese Beschwörung durchführen, weil die wiederum woanders Probleme macht. Es ist schon lange her. Da steht 566. Okay, und jetzt im Notiz... Oh, danke! Hasi und Stinky! Hasiunda Stinky! Hasi und Stinky! Okay, das ist meine To-Do-Liste und da seht ihr, was ich schon alles gemacht habe. Eine Menge. Autos überfallen, Leute am Aussichtspunkt getroffen, Vater Olsen bei seiner heiligen Beisetzung geholfen, die Zutaten, um die Salbe herzustellen, einen dreihudigen Lachs gefunden, das Motorrad reparieren. Es hört nicht auf. So, und jetzt sind noch 4 neue Aufgaben. Berge den heiligen Stein, um das Loch in der Klippe zu versiegeln. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das sein soll. Finde die Schwestern der Hexe. Die Hexe selbst haben wir gefunden und die Schwestern sind natürlich wichtig, weil die alle für dieses, für die Beschwörung natürlich notwendig sind. Hilf der Hexe aus dem Bunker, damit sie das Ritual umkehren kann. Ja, das ist die Hexe, die wir ganz am Anfang kurz gezeigt haben. Sabotiere den Landeprozess, um den Start der Rakete zu verhindern. Es wäre natürlich kein guter Nazi-Plan, wenn nicht irgendwo eine Rakete dabei wäre. Deswegen müssen wir diesen Start verhindern. So, jetzt haben wir uns diese Tür aufgemacht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir hier einfach durch können.
meine Pistole. Es scheint, dass niemand deine Schrottwaffe haben will. Haha. Gut, jetzt habe ich wieder eine Pistole. Okay, aber ich mache mir mal kurz meinen Kopfhörer wieder an. Danke auch, The Gin. Dich hätte ich jetzt gerne in meinem Café. Ah, geht ja nichts darüber, morgens... Na gut, es ist nicht morgens 2 Uhr, ne? Mittags um 2 Uhr schon betrunken zu sein. Nein, tut das nicht zu Hause. Das ist nur einmal gut pro Monat. Schrotto Bobbo, auch du bist herzlich willkommen. Gedärme! Eingeweide! Oh shit, jetzt haben wir hier Zombies. Oh, um Gottes Willen! Zurück, Professor! Ja, geil. Das war der Teufel, er hat mir geholfen. Seht ihr das? Ich weiß nicht mehr genau warum. Aber ich habe irgendwas für ihn gemacht. Danke, Teufel! Der Teufel hat mir geholfen. Wann passiert sowas schon mal? Das hat mit der Geschichte vorher zu tun. Sind Sie in Ordnung? Ja, richtig, natürlich. Der Teufel ist auf meiner Seite. Was kann man da noch falsch machen? Danke auch, CCC2. Das ist ein Metalltank. Auf dem Schild darauf steht Helium. Ach nee, ich wollte es nicht. Ich wollte es nutzen. Der ist zu schwer, um ihn mit mir rumzutragen. Und dann kann man eben, wie gesagt, auch manchmal noch die Charaktere wechseln. Manchmal hat er noch mal was Sinnvolleres zu sagen. Ich kann meine Glieder nicht bewegen. Ergo kann ich das nicht. Das ist eine sehr lange... Jetzt, eigentlich sagt er das, ne? Das ist eine sehr lange Treppe, Professor. Ich muss sie auf den Arm tragen, um sie hier rauszubekommen. Oh, da haben wir ja das Kapitel besiegt. Geil! Hey, danke, Leute, für das nette Lob. Okay, das ist also hier der Bunker, in dem diese Witches gefangen halten werden. Wir sind jetzt auf der... Es ist eine Oberwelt, aber eigentlich ist es halt einfach nur eine... Die Verbindung zwischen den ganzen Arealen. Und hier ist der Tempel, wo, ihr seht es schon, die Rakete steht und die Beschwörung stattgefunden hat. Hier wurde gut gemetzelt. Es sieht so aus, als wäre die Party vorbei. So ist es halt echt. Wie ihr seht, also hier hatte ich sehr viel Spaß schon. Und jetzt ist nicht mehr viel übrig. Ich frage mich, was passiert, wenn ich gleich in die Geisterwelt wechsle. Ich kann meine Glieder nicht bewegen. Ergo kann ich das nicht. Ich weiß. I know. Okay, kurz nochmal gucken. Er hier auf dem Hitlerballon, ey. Das ist so lustig. Okay. Ist hier irgendjemand noch am Leben? Hallo? Leben Sie? Okay, das sieht alles nicht gut aus. Was ich mag an Nine Witches ist, dass es diese pixelige, kindische Grafik hat und trotzdem halt ultra brutal ist, aber man nichts davon erkennt. Ach, jetzt schon wieder. Armer Clown! Der hängt da oben. Ich schätze, jetzt ist er nur noch halb so lustig. Wie geil ist das denn? Ey, dieses Spiel überrascht mich immer wieder mit so Fourth-Wall-Gags oder so Meta-Gags, wo ich einfach nur überrascht bin, wo ich einfach sage, es ist warum, aber es ist gut. Ah, herrlich. Ach, ich freue mich jetzt. Ich freue mich jetzt schon wieder. Das war eine sehr gute Entscheidung, dieses Spiel zu starten. Das sind die Beine des Clowns Frank Fürther. Es ist schon mir ein Rätsel, was man noch machen kann. Hier vielleicht gar nichts. Mal gerade gucken, kann er in der Geisterwelt genau gucken, mit was man interagieren kann. Hier ist das Meta.
einen Luftballon habe ich. Okay, und hier ist das Meter. Was es ja eigentlich zu tun gibt, ist natürlich den Start der Rakete zu verhindern. Das Gerät hat keine Knöpfe oder Schalter. Da ist nichts zum Anfassen. Professor, ich werde das Stromkabel abziehen. Das ist eine gute Möglichkeit, den Ladeprozess zu sabotieren. Gute Idee, aber das kannst du nicht machen, während die Maschine 571 läuft. Du würdest ein Energieleck erzeugen und sofort sterben. Oh, Gott verdammt. Okay, also sie darf nicht laufen. Dann kann ich das Kabel abziehen. Okay, das hilft mir jetzt aber leider auch gar nicht. Ups. Ey, ich will eigentlich nur gucken, was ich für Items habe. Da. Ein finsterer Werbegegenstand der Clowns, Frankfurter. Ich habe einen Ballon. Und ein Glas. Was ist da nochmal drin? Marmeladenglas. Oh, es ist aber leer. Also es ist gar kein Ammoniak drin. Ich kann nichts davon mit irgendwas benutzen. Okay, einmal noch kurz gucken. Den Ladeprozess sabotieren, da bin ich dran. Hilft der Hexe aus dem Bunker, ist echt schwer. Finde die Schwestern der Hexe, habe ich nicht. Berge den heiligen Stein, um das Loch in der Klippe zu versiegeln. Mann, ey, ich glaube, ich weiß, was dieser Stein ist, aber das ist irgendwie die Aufgabe, glaube ich, die wir von dem Alien bekommen haben. Hier sind sie alle dabei. Alien. Hitler. Geister, Hexen. Alles dabei. Dann müssen wir nochmal weitergehen, ob wir hier noch irgendwas finden. Oh, da ist noch ein abgestürztes Flugzeug. Das haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, was wir da geborgen haben. Die Tür geht nach außen aus, aber der Griff ist kaputt. Ergo, man kann nirgends ziehen. Armer Krakowitz. Manchmal schweift er ab und nennt mich Ergo. Also... Krakowitz ist jetzt hier mein, das ist der alte Mann. Und er hier checkt's oft nicht, Akiro. Okay, ich kann das nicht aufziehen, aber vielleicht mit Panzerband. Das scheint keine gute Idee zu sein. Ich finde, das ist sogar eine geniale Idee. Der Schlüssel wird natürlich auch nicht funktionieren. Nee, nee, nee. Aber ich hätte jetzt gedacht, das Panzerband wäre eigentlich eine gute Idee gewesen. Was steht da nochmal? Die Telefonnummer, okay, ja. Shit. Okay. Ich komme also noch nicht in das Flugzeug rein. Und sonst ist auch nichts. Einmal kurz nochmal den Geistermodus abchecken. Müsste ich, da kann ich doch eigentlich dann durch die Tür. Genau, so ist es nämlich. Was für ein danteskes Gemälde. Offenbar hat niemand überlebt. Danteskes Gemälde. Das habt ihr garantiert noch nie gehört. Das ist eine Streichholzschachtel. Und das ist eine Kiste. Das ist eine kaputte Kiste. Auf dem Aufkleber steht... Enthält 50 Tuben Obelisk männliche Intimcreme. Empfänger? Ein Freund von General Friedrich von Daka. Da ist etwas drin. Was könnte es sein? Eventuell die Creme? De la Creme? Wir kommen trotzdem nicht rein, aber wir wissen schon mal, dass da ein Streichholzpäckchen ist. Der Innenraum des Flugzeugs ist voller Leichen. Leben ein paar von den Leichen noch? Hast du schon mal lebende Leichen gesehen? Ja, jeden Tag, wenn ich mich im Spiegel sehe. Interessant. Hiermit kann man auch manchmal noch Leichen aufdecken. Ich muss noch mal kurz was gucken. Das habe ich nämlich hier noch gar nicht gemacht.
da, ach nee, Streichholzpäckchen und die Kiste. Sehr, sehr hilfreiche Geschichte von ihm. Ja, das ist natürlich, ne, der Ort, an dem die Beschwörung stattfindet. Das kann man schon fast sehen. Da ist eine Klippe. Die verlorenen Seelen laufen in der Regel nicht ins Freie. Ich kann also hier nicht in die Geisterform übergehen. Ich gehe da nicht runter. Okay, runter gucken kann man auch. Ich kann aber nichts damit benutzen. Ich kann mich jetzt nicht abseilen oder so. Was ist denn mit ihm? Ja, ja. Okay, vielleicht kann er als Geist ja runter. Er kann nicht runter, er kann einfach nur zugucken. Schade. Okay. Ja, hier ist wohl auch nichts. Haben wir alles schon gemacht? Hier ist auch nicht viel. Okay, aber langsam müssten uns auch die Orte ausgehen. Hier dürfen wir nämlich nicht weiter. Wir können hier nicht weg, bevor wir den Raketenladeprozess sabotiert haben. Ich gehe immer einmal alles weg, alles ab. Ich habe schon mal ein verstecktes Motorrad gefunden hier im Wald. Es lohnt sich also, alles sich anzugucken. Oh ja, ich erinnere mich, jetzt sind hier noch die ganzen Extraorte. Okay, dann gehen wir mal hier. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich kann die Treppe nicht hochgehen. Ja, aber dann geh du doch hoch. Ich schau mir das an, Professor. Ich warte hier auf dich, Akiro. Das Spiel sieht extrem ähnlich aus wie Thimbleweed Park. Ja, es atmet auch den Style und Flair der alten Pixel-Adventures. Lizzie B. Hi Simon, du bist ja schon wieder wach. Bin gerade erst aufgestanden nach dem bösen Augenmann-Albtraum heute Morgen. Ja, wir haben heute Morgen richtig ordentlich uns gegruselt und haben ein Spiel durchgespielt. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Aber wir haben es durchgespielt. Madison, genau. Madison heißt es. Könnt ihr euch, wenn ihr es verpasst habt, gerne auf YouTube angucken. Kommt dann die nächsten 2 Tage. Okay. Ah, das könnte wichtig sein. Ja, ich weiß nicht warum, aber es hat nun aufgehört. Warum? Ich verstehe es nicht. Mir soll es egal sein. Warum habe ich nicht daran gedacht? Wovon reden Sie? Der Leuchtturm kontaminiert die dunklen Energieprotonen. Die Maschinen 571 ist verwirrt und kann die Energie nicht absorbieren. Du bist ein Genie, Akiro. Auf welcher Grundlage hast du entschieden? Zufall. Interessant. Ach, ich liebe es, ey. Akiro ist mein Spirit Animal. Okay, hier ist die Klippe, da ist nix, da oben ist das Gefangenenlager, da sind wahrscheinlich die anderen Witches. Akiro, ich glaube, wir haben die starken Männer von Suday gefunden. Das ist natürlich durch die Beschwörung passiert, aber die Nazis hören nicht auf. Sie beschwören einfach so weiter. Ich mache diese Tür nicht auf. Ich habe keine Lust, diese ganzen Kreaturen freizulassen. Ja, dann muss er das machen, ne? Boing.
Wenn ihr Nine Witches noch nicht gespielt habt, empfehle ich euch wirklich mal die Demo. Da werdet ihr schnell merken, ob das was für euch ist. Das ist eine stinkende Toilette. Oh, Grüße, Esail und fliegendes Einhörnchen. Eichhörnchen. Fliegendes Einhörnchen wäre auch nicht unbedingt schlecht. Gießkanne. Das ist eine Blechgießkanne. Keine Ahnung, wie ich die jetzt wieder bekommen soll, denn dafür müssten ja erstmal die Zombies weg sein. Vielleicht kann man da von da hinten kommen? Na, ich glaube, die Bäume verhindern das, oder? Ja. Okay, also wir haben jetzt mehrere Räume, wo wir wissen, dass da noch Gegenstände auf uns warten. Wir selbst können da aber nichts machen im Moment. Aber es ist gut, einmal alles abgehakt zu haben. Und jetzt gucken wir mal, was hier mit der Energiekugel passiert ist und der dunklen Energie und dem ganzen Schissel. Bevor wir da wieder runtergehen. Jetzt kann ich vielleicht das Stromkabel abziehen. Grüße auch, Agernesta. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Jawohl, ab ist die Energie. Jetzt kann ich das nämlich machen. Fertig. Stromkabel abgezogen. Großartig. Die Sabotage war erfolgreich. Jetzt können diese verdammten Idioten die Rakete nicht starten. Haha. Grüße alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wir spielen Nine Witches, sind schon gegen Ende, aber das ist nicht schlimm. Ihr kommt easy wieder rein und es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Es sind Besucher angekommen, Akiro. Wie schlau! Sie benutzen das Licht des Leuchtturms, um mein Baby durcheinander zu bringen. Oder der hat eher so noch so ein... Sie benutzen das Licht des Leuchtturms, um mein Baby durcheinander zu bringen. Richtet diese Ratten hin! Ich kümmere mich um den Leuchtturm. Zuerst bringe ich den kleinen Japaner um und dann reiße ich dem alten Mann die Eier ab. Das ist der Plan? Keine Sorge, Professor. Ihre Eier sind in guten Händen. Interessant. Ich kann gar nicht mehr schießen. Weil ich mit dem Teufel im Bunde bin. Alter, ist das geil. Ich habe irgendwas gemacht, dass ich nicht mehr richtig kämpfen muss, sondern ab jetzt den Teufel immer für mich die Drecksarbeit machen lasse. Sind Sie in Ordnung? Ja, richtig. Natürlich. Von Darka hat diese beiden Spieler unterschätzt. Sie sind schlauer, als sie ausgesehen haben. Egal, das Licht wird mein Baby nicht länger verwirren. Mami. Gedärme. Du wirst nicht deinen Vater töten, oder? Vater? Um ehrlich zu sein, dein Stiefvater. Ich liebe dich so sehr. Leber. Der hat's verdient. Der, he had it coming. Der Dr. Handloser. Okay. Jetzt haben wir den Dödel hier erledigt, dank der Kraft des Teufels. Warum auch immer. I doubt it, dass ich mich nochmal dran erinnere. Aber so ist das, ne? Wenn man gegen Hitler kämpft, hat man selbst den Teufel auf seiner Seite. Jetzt gehe ich am besten nochmal hier hin und gucke nochmal nach, wobei ich das wahrscheinlich gar nicht brauche, ne? Wahrscheinlich komme ich hier gar nicht hin. Und das Licht anmachen muss ich ja auch nicht. Also entweder ins Gefangenenlager, die scheinen ja rausgekommen zu sein, oder wieder zurück in den Bunker, um die Hexe zu befreien. Das ist Dr. Handloser. Ich würde sagen, er hat seine Birne verloren. Aber der Witz ist schon alt.
Auf der Seite sind 9 Namen eingraviert. Venetica, Kara, Sinja, Eifer, Edda, Birkina, Dorina, Lavina und Selma. Das hört sich wie eine Musikbox an. Das Seltsame ist, dass keine Zahnräder drin sind. Das sind offensichtlich natürlich die Namen der Hexen. Hier, das sind die Namen der 9 Hexen. Heißt ja 9 Witches. Und wenn ich es aufmache, ertönt diese Melodie. Sicherlich... Kann ich das wegklicken? Nein, scheiße. Sicherlich wird das irgendwann nochmal wichtig. Ich habe Dr. Handloser an der Tür zum Leuchtturm gefunden. Die Kreaturen der Dunkelheit haben ihn in Stücke gerissen. Dr. Handloser hat eine kleine Holzschachtel in einer seiner Taschen. Jetzt könnte man mal gucken, ob die jetzt hier entkommen sind. Die sind ja... die sind gekommen und haben ihn zerfleischt. Deswegen dachte ich, die sind vielleicht von hier gekommen. Aber nee... Wir kommen hier natürlich immer noch nicht durch. Oh, ich habe mal eine... Wir könnten mal was versuchen, aber warum sollte das hier helfen? Das ist ja Quatsch. Das hätte dem ja sonst eben auch geholfen. Nee, es interessiert diese Monster nicht. Wie viel sind das eigentlich? Sind das 9? 8? Es sieht fast aus, als wären es auch 9 Zombies. Der Teufel bietet, glaube ich, seine Hilfe an, wenn man einmal gestorben ist. Ich glaube, man muss ihm nur seine Seele verkaufen. Das habe ich dann wohl gemacht. Ich hätte eigentlich diese Schussgefechte gerne auch weitergemacht, aber irgendwo habe ich wohl mit dem Teufel einfach einen Bund geschlossen. Ich hoffe, dass sich das nicht irgendwann auszahlt, negativ. Okay, jetzt bin ich ja alleine, das ist vielleicht ganz gut. Ah, da kann ich ja den Ballon. Ich weiß nicht wofür, aber dann habe ich ihn. Einmal 2 Meter Hitlerkopf, Dankeschön. Was mache ich mit dem? Ein finsterer Werbegegenstand der Clowns Frankfurter. Der ist mit Helium gefüllt. Da kann ich also meine Stimme verstellen. Okay, nehme ich jetzt mal an, dass das dafür ist. Und ich kann nicht ins U-Boot. Oh, wie traurig, Alter. Der Körper ist verkohlt. Ich fasse ihn lieber nicht an. Einmal noch gucken, ob hier noch irgendwas ist, was ich eventuell gebrauchen kann. Die Holzschachtel kann ich mal benutzen. Glas, Panzerband. Es ist auf jeden Fall so gedacht, dass ich... Wofür ist denn nochmal dieser Schlüssel? Das ist der Schlüssel, der in dem Medaillon war. Vom Aussehen her würde ich sagen, der ist älter als meine Urgroßmutter. Ja. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den schon benutzt habe oder wofür ich den benutzen müsste. Jetzt gehen wir erstmal zu der Hexe und gucken mal, ob wir eventuell sie mit dieser Holzbox oder so aufwecken können. Oh, das ist schon mal falsch. Nee. Ich hoffe dass nicht, dass hier jetzt die Nazis drin sind. Ich werde mal kurz speichern, zur Sicherheit. Sie geht nicht auf. Das Öffnungsrad ist an der Tür festgeschweißt. Ja, das heißt, ich kann auch die Kiste da nicht benutzen. Okay. Der Schlüssel wird dann auch nicht passen, ist ja klar. Nee.
Also auf der anderen Seite ist diese eine Hexe, glaube ich. Es bringt aber nichts, wenn ich jetzt... Ich probiere es noch einmal aus, aber das bringt wohl nichts, wenn ich die jetzt hier spiele. Ja, ihr erinnert euch, als wir in der Kirche gegen die Nazis kämpfen mussten, ne? Die waren nämlich mega stark und ich hatte keine richtige Energie, haben wir den Deal mit dem Teufel gemacht, so war das, ne? Okay, also das hat leider nichts gebracht. Falsche Tür, oh, okay. Das will ich nicht anfassen. Da steht Kommunikationszentrum Westseite. Der Hebel. Ich fasse den Hebel lieber nicht an. Ich lasse ihn lieber an. Ja, wir haben nämlich hier schon rumgespielt und haben alles schon gemacht. Ich gehe, wie gesagt, auch nur noch mal zurück, um sicher zu gehen, dass hier nicht noch irgendwas... Aber alleine, dass der alte Mann nicht mitkommt, bedeutet ja eigentlich, dass seine Fähigkeiten hier schon mal nicht genutzt werden müssen. Und das heißt aber, dass wir vielleicht unsere Items irgendwie nutzen müssen. Hier rein, wenn ich da jetzt reingehe, das wäre ja voll dämlich. Aber wir probieren es mal. Ah, sie ist mit einem Schlüssel verschlossen. Vielleicht habe ich ja hier... Nein, nicht das Panzerband. Nee. Okay, hier hinter sind viele Bösewichte. Oder waren zumindest letztes Mal. Einen davon habe ich aber mittlerweile auch schon getötet. Okay, also komme ich jetzt hier gar nicht weiter. Das ist interessant. Ich habe gedacht, dass man hier noch irgendwas im Bunker machen muss. Ja, dann weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr weiter. Ich gucke mal gerade noch das Notizbuch an. Der heilige Stein, die Schwestern der Hexe. Okay, den Ladeprozess haben wir. Hilft der Hexe aus dem Bunker. Sie hat dieses zugeschweißte... Die Tür ist zugeschweißt. Also, ne, habe ich irgendwas, was dagegen hilft? Ich meine, das hier könnte man sagen, ätzt vielleicht, aber es ist ja leer. Moment, was war da? Fließe? Alter, ich kann fliegen mit dem Ding. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, dann gehe ich nochmal zurück. Das ist ja cool. Wahrscheinlich ist das die Idee. Okay, hier? Das lief nicht so, wie ich es gedacht habe. Ey! Okay, es ist also nicht hierfür, aber man kann damit über Lücken springen. Mir fällt nur keine einzige Lücke ein. Ich dachte, ich kann da hoch vielleicht auf ein Stockwerk höher, aber... Vielleicht bei den Zombies. Aber wenn er nicht durch die Haustür geht, warum würde er dann über den Zaun springen wollen? Der Ballon könnte am Stacheldraht platzen. Ja, und du hast auch keinen Bock drauf. Shit, das hat schon wieder nichts gebracht. Kurz nochmal mit ihm. Gucken, ob ich hier in diese Wachhütte auch rein kann. Nee, okay, das Ding ist nicht vorhanden. Schön schwierig bisher. Tja, also ich finde keine Möglichkeit, die Gießkanne mir zu besorgen. Aber ich muss die sicherlich
muss ich die bekommen? Könnte ich nicht durch die Toilette oder so? Nee. Okay, wir haben aber jetzt den Ballon. Also der, ups, der Ballon ist ja sicherlich nicht ohne Grund da. Es ist, als fehlt, als, ist so ein bisschen, als würde mir noch eine Location fehlen, bei der ich ein paar Items benutzen kann. Okay, ich gehe nochmal hoch und guck nochmal, was da oben ist. Kannst du über den Zaun fliegen? Nein, kann ich nicht, er will es nicht. Die Laterne ist in Scherben zersprungen. Es gibt keinen Grund, den Hebel zu benutzen, wenn die Laterne kaputt ist. Ja, viel mehr ist auch nicht, oder? Es ist in Scherben zersprungen. Was für ein Pech. Ja, das haben wir gerade rausgefunden, aber das war jetzt eigentlich auch nicht wirklich neu. Okay, was können wir mit dem Ballon machen? Verdammt, da, ne? Ich würde sagen, dass das ein guter Moment wäre, hier bei dieser Brücke mit dem Ballon irgendwie drüber zu fliegen. Aber ich komme ja gar nicht zu der Brücke. Das ist vielleicht was für später. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht muss ich hier die Oberreste vom, die Überreste von dem Clown irgendwie holen. Nee. Okay, kann ich von da auf die Rakete vielleicht? Das sieht aber auch nicht gut aus. Nee. Oh, das wollte ich nicht. Und das Item habe ich auch noch nicht ganz gecheckt. Schlimmste ist, dass ich nicht abbrechen kann. Vielleicht kannst du mit dem Ballon ins Loch. Das ist vielleicht sogar eine Möglichkeit, ja. Nee. Er will es hier nicht machen. Nachdenken. Nachdenken. Hier war das Flugzeug. Da kann ich mit dem Ballon aber auch nichts machen. Ich habe ganz viele Orte, wo ich gerne was machen könnte, aber ich komme einfach nicht dran, irgendwas zu machen. Hat vielleicht... Manchmal findet man ja hier auch noch was im... Grün? Nee. Ich gehe mal kurz rein und schaue nochmal, ob ich vorne zum Piloten kann. Nee. Wie kann ich diese Tür aufmachen? Der Griff. Man kann nirgends ziehen. Ja. Okay, das war lustig, habe ich aber auch nicht mit gerechnet, aber hat mir überhaupt nichts gebracht. Okay, warum habe ich das überhaupt probiert? Kann ich nicht, ne? Ich finde immer noch, dass Panzerband eine super Idee ist für die Tür. Okay. Shit.
Naja, vielleicht kann ich, ihr habt es eben auch mal gesagt, aber ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen, aber vielleicht kann ich damit ja irgendwie rein. Ich könnte in das Loch fallen und für immer gefangen sein. Ja, du darfst doch den Ballon. Mit dem Ballon so runter? Nee. Will er auch nicht. Habe ich hier die Holzschachtel schon mal ausprobiert? Ich habe keine Ahnung, wie oft ich die noch ausprobieren werde, bevor sie dann endlich mal irgendwann funktioniert. Danke, Silvio 2214. So, jetzt gehen wir aber wirklich die Rätsel aus. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Flugzeug kann ich nichts machen, Loch kann ich nichts machen. Hier kann ich nicht weiter. Ich hätte einfach nur drücken müssen. Ich hätte einfach nur da drücken müssen. Du legst die nieder. Ah, jetzt habe ich endlich einen Benzinkanister. Also da bin ich jetzt voll überrascht. Aber wir haben ja die Hexen auch nicht befreit. Aber dann kommen wir später wahrscheinlich hier nochmal hin. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Jetzt haben wir nämlich ganz viele neue Areale, die wir natürlich schon kennen. Aber wo es sicherlich noch irgendwas gibt. Hier waren auch schon einige Sachen. Haben wir einiges schon erledigt. Brauchen wir alles nicht zusammenfassen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das hier war auch schon irgendwann mal wichtig, aber jetzt nicht mehr. Kurz mal gucken, ob die Leiche noch hier ist. Der Geist. Nee, wir haben ihn nämlich beerdigt. Und dann konnte er endlich... Ich weiß nicht, ob er in den Himmel gefahren ist, aber er ist auf jeden Fall irgendwo hingefahren. Nicht in den Urlaub. Was habe ich hier gemacht? Man kann also hier komplett hin und her fahren? Das wird ja immer anstrengender. Das sind ja viel zu viele Räume. Ein Pferdehaufen. Glaubst du wirklich? Ich fasse das mit meinen kleinen Händen an. Aber hier geht es nicht mehr weiter, okay. Also wir können nur bis hierhin. Na, die Leichen sind auch alle schon kalt. Man kann es ja mal versuchen, ne? Nee, nach rechts sollst du fliegen. Ich glaube, die Tatsache, dass er meistens nach links fliegt, sollte mir auch ein Zeichen sein, wo ich das dann benutze, nämlich irgendwo, wo links ein Loch ist. Ich nehme an, die sind auch hier alle tot. Oder weg. Ja, da waren wir schon ein paar Mal in der Latrine. Oh Gott, er geht wirklich permanent. Na gut, er hat eine empfindliche Blase. Von der Feuchtigkeit der Stadt bekomme ich Magenkrämpfe. Solange du das da drinnen machst und nicht hier draußen. Ja, richtig. Natürlich.
Ich will diese Leiche nicht anfassen. Auf dem Schild steht, plündern wird mit dem Tode bestraft. Jetzt, wenn hier keiner mehr ist, können wir eigentlich in alle Türen einmal reingehen. Das sind alles alte, abgelegte Rätsel sozusagen, die wir schon gelöst haben. Aber wir gucken da trotzdem nochmal überall rein. Aber gut zu sehen, dass die alle weg sind. Ah, da ist ja doch noch jemand. Gramfaden! Ich schlage vor, wir hauen sofort hier ab. Okay, sind nur noch, überall nur noch Zombies übrig. Komm, einmal noch. Kann man mit dem nicht irgendwas noch machen? Nee, der haut ab, bevor ich irgendwas machen kann. Okay. Sauerkraut! Ja, das ist einer der Oberste. Der war immer besoffen, hat uns eigentlich nie wirklich geschadet, sondern eher geholfen, der Hauptmann. Aber ja, er hat es aber auch trotzdem verdient. Nicht mal in meinen wildesten Träumen würde ich diese Leiche anfassen. Der verdammte Idiot hat das Ende bekommen, das er verdient hat. Jetzt rufe ich nochmal. Moment. Wir rufen jetzt nochmal das Alien an. Hä? Fünf, sechs, sechs. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das geht. Spreche ich mit Mr. Selenite? Wir sind die Erdlinge, die Sie an der Klippe entführt haben. Erinnern Sie sich an uns? Sag ihm, wir haben ihm ein Geschäft vorzuschlagen. Wir haben ein Geschäft vorzuschlagen. Verstanden. Wir werden dann da sein. Er sagt, er wird uns in der Nähe der Klippe treffen. Großartig. Notiert. Was haben Sie vor, Professor? Wirst du schon sehen. Der Professor hat einen Plan. Es sieht aus, als wäre auf dieser Seite der Stadt jeder rechtzeitig geflohen. Krampfadern. Ja, was ihr nicht wisst, ist Epidermis. Die kennen sich biologisch sehr gut aus, dafür, dass sie... Oh. Damit erschreckt man niemanden. Entschuldigung. Leber. Das ist es. Ihr wisst aber nicht, dass ich mit dem Teufel im Bunde bin. Bleiben Sie hinter mir, Professor. Komm, Teufel. Machet. Walte dein schreckliches Amt. Ja, und den Hund auch noch. Mein Gott, der Teufel ist so ein praktischer Kollege. Den möchte ich immer an meiner Seite haben. Wer den Teufel zur Seite hat, ist nie allein. Okay, jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Ha, ha, ha. Nee, ho, ho, ho. Ich kann gar nicht mehr schießen. Es ist irgendwie... Es geht einfach nicht mehr, weil ich ja den Teufel habe. Doch, hier. Okay, jetzt hab ich's gefunden. So ausgerüstet könnte man doch wunderbar in das Gefangenenlager gehen und die Zombies alle erledigen. Nimm das, du verfaulter Schweinehund! Gar keiner mehr da. Wo sind sie?
Sieht aus, als wäre das die letzte Kreatur gewesen. Dem Himmel sei Dank. Das sind so kleine Action-Einlagen, die stören nicht, die braucht man aber eigentlich auch nicht. Aber ist gut, dass es sie gibt. Dieser verdammten Idioten, aber das Stromkabel sabotiert. Ich bereue, sie nicht hingerichtet zu haben. Der Sieg hängt von uns ab, mein Kanzler. Wir sind die letzten lebenden Arier in dieser Stadt. Ich weiß nicht, was sie sagen, aber es ist sicher unheimlich. Ja, geil! Ah, ja, nein! Aber wieso? Die haben sich doch gerade... Die haben sich gerade selbst in die Luft gesprengt, aber das war ihre letzte Tat, leider. Aber es hat noch funktioniert. Die Rakete startet. Ja, das ist doch scheiße. Um Himmels Willen! Wir sind verloren! Was machen wir jetzt? Unsere einzige Chance ist, den Fluch umzukehren, bevor die Rakete den dunklen Mond trifft. Wir müssen uns beeilen. Aber wir wollten ihn ja eh an der Klippe treffen. Das ist ja dann wahrscheinlich da, wo das Loch ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Himmels Willen! Olaf, ich glaube, wir sind zu spät. Vielleicht gibt's noch Überlebende in der Kaserne, Boss. Guter Punkt. Sie sagten ja mein Angebot, ich bin ganz Ohr. Ich habe Folgendes. Es hat sich herausgestellt, dass die Weltkonföderation für Weltraumangelegenheiten den Vorfall aufgerollt und beschlossen hat, in dieser Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. Wir wurden einstimmig ausgewählt, um das Problem zu verhandeln und zu lösen. Interessant. Mein Partner und ich verpflichten uns, ihre Prinzessin wiederzubeleben, wenn sie zustimmen, unseren Planeten nicht zu zerstören und die Steinscheibe zurückzugeben, die das ganze Missgeschick ausgelöst hat. Und wie wollen Sie meine Prinzessin wiederbeleben? Ich habe keine Ahnung mehr, wie der eben noch gesprochen hat. Ich habe es jetzt einfach aufgegeben. Durch eine alte irdische Technologie, die da heißt Gartenarbeit. Schreiben Sie das auf. Notiert? Das hört sich fair an, solange Sie Ihren Teil zuerst erledigen. Das ergibt Sinn. Gut, dann sind wir im Geschäft. Hier haben Sie ein intergalaktisches Signal. Benutzen Sie es, wenn Sie zurück in meine Heimat wollen. Es funktioniert nur im offenen Gelände. Okay. Was machen Sie? Ich kümmere mich um den Körper der Prinzessin, um den Umfang des Schadens einschätzen zu können, den sie erlitten hat. Interessant. Die war gut gemacht. Was hast du gesagt, Erdling? Nichts, Mr. Selenite. Ja, ich kann niemandem was einflüstern, obwohl da, was ist da, eine Saugglocke? Die werde ich mir gleich nochmal angucken. Ist das Ihre Saugglocke? Saugglocke? Was für ein schicker Name. Das ist ein Zahnentferner. Der hilft mir, meine fliegende Untertasse in Schuss zu halten. Es kommt oft vor, dass man beim Reisen von Asteroidenteilchen getroffen wird.
Können Sie uns den leihen? Ja, richtig. Natürlich. Dankeschön. Okay, jetzt habe ich den Saugflopfer. Klar, den Stein kann ich nicht bewegen. Das ist die heilige Steinplatte, die die Hexe braucht, um den Fluch einzuschließen. Okay, wir brauchen also die Steinscheibe. Dafür müssen wir für ihn nochmal... Entschuldigen Sie. Können Sie uns zurück zur Erde bringen? Ja, richtig, natürlich. Okay, die Rakete fliegt. Wir müssen noch ein paar kleine Rätsel lösen. Hier müssen wir jetzt gar nicht mehr hin, oder? Da, ich dachte, ich muss hier hin, aber nein. Wir müssen ja eigentlich, und da gucke ich nochmal... Ach, wo sind denn meine ganzen... Ah, okay. Ein interplanetarisches Signal, eine Saugglocke. Da habe ich doch jetzt eine gute Idee. Und ihr wisst es auch schon. Zwei neue Items warten auf mich. Mit der Saugglocke kann ich wahrscheinlich die Tür aufmachen. Auch wenn ich finde, dass es mit Duct Tape besser gegangen wäre. Treten Sie beiseite, Professor! Alle von Bord! Sehr schlau, Akiro. Arme Leute haben das Festival verpasst. Andererseits haben sie nicht viel verpasst. Letztendlich waren die Brötchen eklig und die Party war eine Katastrophe. Das einzig Sehenswerte war die Clownshow von Frank Fürther. Das stimmt. Cremetube. Okay, aber ich will doch nochmal wissen, was da drauf steht. Auf dem Aufkleber steht, enthält 50 Tuben Obelisk, männliche Intimcreme. Keine Ahnung, was man jetzt damit anfangen kann. Ah, Moment, ich gehe vielleicht nochmal ins Cockpit, wenn das geht. Da passt ja, dass die Intimcreme so nah am Cockpit liegt. Okay, das haben wir jetzt abgehakt. Das freut mich sehr und ich habe, naja, zwei interessante Sachen bekommen, aber... Anwendung. Verteilen Sie die Creme gleichmäßig auf der Oberfläche, die Sie verhärten wollen. Also wenn ich mal irgendwas verhärten will, brauche ich die Intimcreme. Danke, Eichelstreichel. Da hast du dir genau den richtigen Namen für genau den richtigen Moment ausgesucht. Danken, 376. Danke, danke, danke. Hier liegen ja nur noch die Reste der beiden rum, aber vielleicht hat einer von denen ja noch irgendeinen Schlüssel oder eine Karte parat. Kann nicht sein, dass ihr alle tot seid. Also so tot, hier nur noch zwei Schmauchflecken übrig geblieben. Ah, Krakowitz hat gesagt, dass ich sofort sterbe, wenn ich das mache, während die Maschine läuft. Ja, das haben die anderen nicht gemerkt. Vielleicht war es ihnen aber auch egal. Für das Überleben der arischen Rasse hätten sie es wahrscheinlich, wahrscheinlich riskiert. Aber sie sind ja auch, ne, nicht die hellsten gewesen. Ich mag es, wie die Bösen hier einfach mehr oder weniger alle sich durch ihre eigene Dummheit selbst umbringen und man selbst eigentlich gar nicht tätig werden muss. Okay, da unten gehen wir gleich mal hin. Hier oben ist nur noch die Lampe. Habe ich denn irgendwas, um die Lampe wieder zu... Mann, habe ich viel Kram. Komm, wir gucken einmal nochmal schnell, was die neue To-Do sagt. Hole die Blume von Selenite, indem du die antike irdische Technik anwendest, die da heißt Gartenarbeit. Ich verstehe schon, was ihr von mir wollt, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich das machen soll. Und wie? Habe ich überhaupt eine Schaufel? Ich habe keine Schaufel. Also ich muss irgendwo Gartenarbeit verrichten und dann kann ich diese Blume von ihm bekommen, die für ihn Prinzessin heißt. Hier oben. Verdammte Schlampe. Sie arbeitet für die Deutschen. Ich hab sie immer verdächtig. Quatsch, du Idiot. Olaf und ich sind hier, um die Gefangenen zu befreien. Entschuldigung. Wo ist Olaf? Versteckt sich in der Kaserne. Die Kreaturen haben uns eingekreist. Könntet ihr uns irgendwie raushelfen? Ich glaube schon.
wirst du mit den ganzen Kreaturen fertig? 99,99999% garantiert. Ich habe ja auch den Teufel im Leibe. Zurück, Professor. Das war wohl die letzte Kreatur. Der Teufel ist ganz cool, der gefällt mir sehr, sehr gut. Du kannst jetzt rauskommen, Olaf. Oh, ich freue mich so, euch zu sehen. Ihr habt Glück, dass ihr noch am Leben seid. Wir konnten unsere Leute doch nicht aufgeben. Findet Marcel und rennt von der Stadt weg. Da ist keiner mehr, den man retten könnte. Bleibt von den Larven weg, wenn ihr nicht zu Kreaturen werden wollt. So soll es sein, meine Herren. Danke, dass ihr unser Leben gerettet habt. Das haben wir doch gern getan. Okay, vielleicht ist hier auch wieder nur die Gießkanne, ne? Gießkanne brauche ich aber für die Gartenarbeit. Alles nur für eine läppische Gießkanne. Okay. Jetzt haben wir zwei bisher verschlossene Areale hinter uns gelassen. Das heißt, eigentlich sind wir immer mehr in Richtung Endgame. Ich gehe einmal noch hoch, ich war da schon, ich weiß, aber ihr habt ja gesehen, manchmal lohnt es sich, alte Locations nochmal zu besuchen, aber das hier, das bringt ja alles nichts, hier ist nichts. So, jetzt brauchen wir, nehme ich mal an, irgendwas für diese Gartenarbeit. Das muss ja schon irgendein Areal sein, was auch danach aussieht. Ja, vielleicht muss ich dazu echt noch mal hier lang. Sobald ihr was seht, von dem ihr ausgeht, es könnte gut zum Thema Gartenarbeit passen. Hier im Moment, hier sind doch diese Blümchen, weil da ist das Grab. Vielleicht kann ich hier irgendwas machen. Vielleicht kann ich hier gießen, Gießkanne? Nee. Ist die Gießkanne überhaupt leer? Sie ist leer, okay. Streichelschacht, Sauglocke. Kann ich das hier benutzen? Das scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht ist der Ort nicht offen genug, um ein gutes Signal zu bekommen. Dann suchen wir einen offeneren Ort. Ah, hier könnte ich doch jetzt theoretisch... Ich dachte, hier kann ich mit dem Ballon jetzt irgendwie rüber. Ah, kann ich sogar. Okay, es gibt keinen Grund, den Ballon hier zu benutzen. Ah, die armen Schweine. Das war klar, dass es sie irgendwann erwischen wird. Nee, hier war ich ja auch schon. Das sind quasi so ein bisschen Rückblicke auf die letzten 5 Stunden Spiel. Nee, aber hier scheinbar auch nicht der richtige Platz für Gartenarbeit. Danke, Neodym. Kannst die Sauglocke im Gefängnis benutzen? War da nicht der Abfluss verstopft? Ich habe die Sauglocke schon benutzt, aber du hast recht, es könnte natürlich doch durchaus mehrere Benutzungsmöglichkeiten geben, ne?
Er will halt nichts anfassen. Ah, das ist ein echtes Problem. Okay, sobald wir irgendwas sehen für Wasser, ist es vielleicht auch ganz gut. Moment, kann ich da hinten meine Gießkanne vielleicht auffüllen? Nee. Ah, das könnte gut funktionieren. Jawohl. Das ist gut. Jetzt haben wir also die Gießkanne. Leider habe ich immer noch keine Location gefunden. Weiß überhaupt nicht, was man hier... Es sind so viele Räume. Okay, und das ist der Wald. Muss ich wirklich noch in den Wald? Da war ich ja schon ein paar Mal. Naja gut, wir gehen doch nochmal in den Wald. Einmal alle Locations absuchen wäre schon sinnvoll. Oh, scheint richtig zu sein. Vielleicht auch nicht. Das hier ist nicht der richtige Ort, aber ich mach's trotzdem mal. Okay, da sind Minen, ist ja klar. Achtung, Minen! Kann er die Minen nicht spüren? Was ist da? Eine Tüte? Das ist eine Plastiktüte. Alter, was hier alles rumliegt. Das Skelett eines Wikingers. Unglaublich! Ein Hebel, sehr gut. Es ist ein großer Stromschalter. Die Kabel gehen unterirdisch weiter. Also an das Areal kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Das muss neu sein. Das sind eine Menge hängende Pflanzen. Da würde ich gerne hin, nehme ich mal an. Also da muss ich jetzt wirklich gerade mal speichern. Ich weiß überhaupt nicht genau, wie ich jetzt weiterkomme. Ja. Okay, ich kann halt einfach nirgendwo hin. Und wenn ich hier laufe... Okay, ich habe das Gefühl, ich komme langsam dahinter, wenn ich hier laufe. Okay. Ja, lass mich noch eine Sache testen. Wenn ich hier auf. Okay. Gut. Ah, ihr habt völlig recht. Hier ist der Ballon wichtig, ne? Hier ist jetzt der Ballon wichtig. Was? Lieber nicht, wenn ich in das Minenfeld falle, würde es mich in Stücke reißen. Sei kein Feigling, Akiro. Wenn du die Entfernung richtig berechnest, schaffst du das. Wenn Sie das sagen. Armer Akiro, knapp daneben. Mit einer besseren Berechnung hätte er es sicher geschafft. Ich werde ihn vermissen. Alter, wie gemein. Thank you.
Ja! Ich könnte meinen Lebenslauf an den Berliner Zirkus schicken. Meinen Sie nicht auch? Okay, geil. Jetzt kann ich wahrscheinlich den Shit ausstellen. Ich wette, der Schalter steuert das Minenfeld. So funktionieren Minen nicht. Fertig! Jetzt können Sie durch, Professor. Woher wusstest du, dass es nicht explodieren wird? Ich wusste es nicht. Okay. Bam, Junge. Alles für die Tüte. Können wir einen kleinen Knochen für die Suppe nehmen? Bist du verrückt? Ich bin nur lustig. Können wir einen kleinen Knochen nehmen? Denselben Witz nochmal. Okay, wir haben die Tüte und wir sehen hier die Pflanzen. Die müssen wir irgendwie... Ja. Ein Tunnel. Oh, habe ich hier Licht? Ja. Wieso? Das ist doch keine schlechte Idee. Nein, das wollte ich nicht. Ich will irgendwas mit Licht. Wie ist das denn, wenn du... Kein Grund, mich in Trance zu begeben. Okay, komm. Ich glaube, das könnte eine Tonschüssel sein. Das ist eine Tonschüssel. Dann werde ich hier Benzin reinwerfen. Ja, du musst jetzt auch nicht übertreiben. Fertig. Die Schüssel ist voller Benzin. Und jetzt zünde ich sie natürlich an. Gut, gut. Vater Olsen hätte gesagt, und dann wurde es Licht. Mein Gewissen belastet mich immer noch. Danach kam er wegen unserem Fehler in die Hölle. Zumindest wissen wir, dass er nicht friert. Da lacht der Teufel. Das finde ich richtig lustig. Dieser Tunnel führt zu dem Ort, den wir so lange gesucht haben. Nee. Ich bin sicher, dass du nicht sicher bist. Nein. Dann probieren wir aber die nächste Tür. Das ist der Weg. Ich bin sicher. Es sieht, als wären wir nicht die Ersten, die diesen Ort besuchen. Die Chancen stehen 1 zu 1000, dass dieser Tunnel nicht der richtige Weg ist. Alter, wieso... Ja, okay. Ich hasse ja Labyrinthe so sehr. In allen Spielen so sehr. So, jetzt müssten wir wieder da kommen. Genau, jetzt versuchen wir die zweite. Und jetzt gehe ich einmal noch rechts raus. Vielleicht führt auch kein Weg. Ah, seht ihr? Moment. Das ist nicht der Weg, den wir gesucht haben. Ne, okay, Moment. Ich gehe mal hier rechts. Ist halt teilweise schwer zu erkennen, ob man da schon war oder nicht. Also, wir merken uns das Feuer in der Mitte. Und dann gehen wir da links lang. Dann kommen wir in das Ding. Da gehen wir ganz rechts. Und ja, ja, komm. Und jetzt sind wir hier. Und hier gehen wir, fangen wir mal links an. Jetzt ist hier der Fisch in der Mitte. Vielleicht speichere ich hier mal kurz. Kann ich nicht, oh Mann. Okay, beim Fisch gehen wir... Ich weiß es nicht, komm, kann alles sein. Gehen wir ganz nach rechts. Mein sechster Sinn sagt mir, dass das der richtige Weg ist. Hm, ja klar. Von allen Sinnen verlassen. Okay, das und dann das.
Und dann, oh Gott, war es ganz links? Ich glaube ja. Und dann ist der Fisch da. Rechts haben wir probiert. Probieren wir das. Ja. Uff, ich habe fast Platzangst bekommen. Ich wusste nicht, dass du Platzangst hast. Doch, aber nur in geschlossenen Räumen. Interessant. Was ist so lustig? Ich hab nicht gelacht. Du hast gerade wie Schmidt gelacht. Ich schwöre, das war ich nicht. Haha! Haha! Moment mal. Würden Sie mir glauben, wenn ich sage, dass das Gelächter aus dem Wasser kommt? Gut, gut. Drei hodiger Lachs. Das Geheimnis löst sich auf. Da seht ihr die dicken Klöten von den Lachsen. Schmitz Geizhals hatte das Geheimnis gut gehütet. Offenbar mag er Monopole. Das ist so der Fischhändler vom Ort. Der hat immer diesen dreihodigen Lachs verkauft und hier hat er die wahrscheinlich herbekommen. Offenbar mag er Monopole. Über was lachen die? Was ist so lustig? Das sind nur Geräusche. Hyänen machen das auch. Eine Laune der Natur. Danke an Pauw. Interessant. Okay, kann ich hier speichern? Ja. Jetzt haben wir nämlich wirklich was Wichtiges gefunden. Ich hätte nie gedacht, am Anfang hätte ich nie gedacht, dass es wirklich im Wald. Ich dachte, das Thema ist längst durch. Aber, kann man strecken. Aber das Spiel hat doch noch so manche Überraschungen zu bieten. Jetzt muss ich noch mal einmal letztes Mal schauen, was wir eigentlich noch zu tun haben. Ich glaube, es sind noch drei Aufgaben offen. Die Blume mit dieser antiken irdischen Technik namens Gartenarbeit. Hexe aus dem Bunker helfen. Heiliger Stein, den holen wir, sobald wir dem Alien geholfen haben. Finde die Schwestern der Hexe, ja. Es ist wirklich gar nicht so einfach, dieses Spiel. Okay, ich mache kurz mal ein Päuschen. Ein kleines 3-Minuten-Päuschen und dann sehen wir uns wieder hier und dann spielen wir Nine Witches hoffentlich zu Ende. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Wenn ihr mir helfen wollt, könnt ihr euch ja eine Lösung mal angucken oder so und mir gegebenenfalls auch mal helfen. Wobei im Moment läuft es ja ganz gut, aber jetzt in 3 Minuten bin ich wieder da und dann geht's weiter. Bis dann. Thank you.
Hi, da bin ich wieder und da geht's auch gleich weiter mit Nine Witches. Wir sind schon kurz vorm Ende, behaupte ich mal, aber wahrscheinlich dauert's immer noch über ein Stündchen oder so. Viele haben drum gebeten, dass ich es endlich weiterspiele. Jetzt habe ich mich heute endlich mal dazu aufgerafft und ich muss sagen, ich bin jetzt schon total dankbar, dass ich es auch gemacht habe, weil das Spiel wirklich, das hat was. Das hat einfach so einen richtig coolen Flair. Es spielt sich leicht von der Hand. Die Rätsel sind nicht so unlösbar, dass man da zu lange rumeiert. Das Einzige, was mich genervt hat, war jetzt mal das Labyrinth. Ja. Ach, ihr habt die ganze Zeit, habt ihr denen jetzt beim Lachen zugehört. Das finde ich auch. Das finde ich sehr gut. Ach, guckt euch das an. Das hätte ich jetzt nicht gefunden ohne den Opa. Das brauche ich mit Sicherheit auch für die Gartenarbeit. Gut, gut, was haben wir denn hier? Eine Beschwörungsformel für den dreihodigen Lachs. Ach, das ist eine Geheimorganisation. Oder? Das ist die dreihodige Lachs-Geheimorganisationstreffzentrale. Hier treffen sie sich und reden über die Hoden des Lachses. Ja, aber mehr ist hier nicht. Das ist so weird. Dieser Raum hier, ist ja wirklich nur dafür da, um diesen dreihodigen Lachs zu zelebrieren? Könnt ihr mal miteinander reden? Ich finde das voll hart. Vielleicht muss ich hier graben. Oh, ihr seid smarte Motherfucker. 9 Sätze, ne? 9 Sitze, genau. 9 Plätze, eventuell für die Hexe sozusagen, könnte man sagen. Eine alte, rostige Schaufel. Eine Plastiktüte, sie ist leer. Hier vielleicht? Nee, ne? Das wäre auch komisch gewesen. Man will natürlich ungern so einen Ort verlassen, ohne irgendwas Sinnvolles dort gemacht zu haben. Aber ich glaube, es gibt hier nichts. Weil die reden nicht mal miteinander darüber, obwohl das ja schon, finde ich, eine interessante Geschichte ist. Okay. Gut. Dann merken wir uns das und verlassen die Höhle. Wir haben ja die Schaufel. Jetzt können wir ja nicht diese Gartenarbeit-Geschichte machen. Immerhin ist diesmal das, ne? Das ist gut, da ich den ganzen Weg nicht zurückgehen muss. Oh, Moment, jetzt habt ihr mir Angst gemacht. Die Melodie da einsetzen? Ihr habt recht, ihr habt fucking recht. Und jetzt bin ich schon wieder falsch gegangen. Verdammt, ihr habt recht, ihr habt so recht. Wir machen das mal. Wir probieren das nochmal mit dieser Melodie. Jetzt endlich wäre die perfekte Gelegenheit gewesen. Ach, komm, ernsthaft. Ihr könnt mich echt mal... Das ist doch wirklich nur noch lächerlich. Muss ich jetzt jedes Mal diese Scheiße hier machen? Na gut.
Nein. Leute. Hab Moment, habe ich nicht geladen. Da. Habe ich die Schaufel? Jetzt habe ich sie. Jetzt bin ich so gespannt. Hoffentlich bringt's hier was. Ja, es bringt was. Aber warum der dreihodige Lachs? Wer sind die Typen? Warum kommen in letzter Zeit dauernd Leute vorbei? Sie haben unsere Musikbox. Vielleicht wollen sie sie zurückbringen. Wie seid ihr hergekommen? Sie sind sehr elegant gekleidet. Der Kleine hat Schlitzaugen. Ich habe noch nie solche Augen gesehen. Warum sind sie hier? Er wird jetzt wichtig, denn er kann mit denen kommunizieren. Hattet ihr keine anderen Orte, um zu sterben? Warum gerade hier? Ich bin gar nicht tot. Ich bin in Trance. Ich habe die Gabe, mit dem fernen Jenseits zu kommunizieren. Du weißt, wie man unsere Sprache spricht. Ja, richtig. Natürlich. Eure Schwester Edda hat mir alles erzählt. Die Wikinger, das Massaker in der Stadt, der Ursprung des Fluchs und das tragische Ende von euch allen. Weißt du, wo Edda ist? Wir haben sie seit Monaten nicht gesehen. Von Darka hält sie gefangen. Von Darka? Er ist wie ein Wikinger, nur schlimmer. Mein Partner und ich wurden geschickt, um ihn zu bekämpfen. Ich erstmal wissen, was mit dieser Musikbox ist. Was ist so Besonderes an dieser Musikbox? Das ist ein Geschenk von unserer Mutter. Sie hat dieses Lied immer vor dem Zubettgehen für uns gespielt. Es ist nicht einfach, 9 gleich aussehende Schwestern ins Bett zu bringen. Natürlich, 9 Schwestern, 9 Hexen. Jetzt verstehe ich, warum das Spiel so heißt. Was für ein großartiger Witz. Was sagst du? Entschuldigung, ich habe nur laut gedacht. Was wisst ihr über die dreihodigen Lachse? Wir wissen alles. Wir haben sie geschaffen, um die Hungersnot unserer Stadt zu beenden. Und warum haben sie 3 Hoden? Um die Reproduktionsrate zu erhöhen. Und wo sind die Weibchen? Es gibt keine Weibchen, nur Männchen. Die Lachse sind Hermaphroditen. Was macht die Produktion noch schneller? Faszinierend. Von Darka hat den Fluch gelöst. Das ist unmöglich. Wir haben an keinem Ritual teilgenommen. Wir kommen nicht einmal aus den Höhlen raus. Erinnert ihr euch, ob ein kahler Typ hier vorbeigekommen ist? Ja, sie war sehr hübsch und verführerisch. Sie hatte eine anziehende Persönlichkeit. Reizvoll, unwiderstehlich. Und an was erinnert ihr euch noch? Ich kann mich ansonsten an gar nichts erinnern. Ich erinnere mich, dass sie kamen, aber nicht, dass sie gingen. Naja, wisst ihr, diese Typen waren Medien mit der Macht, Seelen zu besitzen. Tut mir leid, das zu sagen, aber ihr wart von ihnen besessen. Von Darka hat Edda gezwungen, den Fluch aufzuheben, und ihr, unwissend, habt am Ritual teilgenommen. Wie kann das sein? Verdammt sollen sie sein! Was ein Wahnsinn! Es ist unumgänglich, dass der Fluch wieder erwürgt wird. Wir müssen dafür zur Klippe. Leider können wir nicht von hier weg. Wir müssen nur eure Asche finden. Was meinst du?
Edda hat eure Körper verbrannt und die Asche in diesen Höhlen vergraben. Deshalb sind eure Seelen hier gebunden und nicht an die Klippe. Das wussten wir nicht. Die Asche ist euer Fahrschein zur Klippe. Die Asche, ne? Okay. Professor, Neues vom weit Entfernten. Eddas Schwestern sind in diesem Raum. Sie sind 8. Natürlich. 9 Schwestern? 9 Hexen? Den Witz habe ich schon vor einer Weile gemacht. Entschuldigung. Die Hexen würden uns helfen, aber sie kommen hier nicht raus. Wir müssen die Asche finden, die Edda verbrannt hat. Es ist der einzige Weg, um Eddas Schwestern wieder zur Klippe zu bringen. Notiert. Jetzt wird nur noch eine Aufgabe mehr. Mit immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wenn sie Edda wären, wo würden sie die Asche vergraben? Unter der Erde, könnte ich mir vorstellen. Daran habe ich nicht gedacht. Danke für die Hilfe. Ich frage mal alle. Wenn die jetzt alle dieselbe Antwort haben, na gut, es sind Schwestern. Also die Asche ist hier irgendwo in der Höhle. Ich meine, ich habe die Schaufel, aber soll ich jetzt hier wirklich einfach um mein Leben schaufeln? Hier, direkt bei den Hoden. Er kann sie gar nicht benutzen, ne? Ah, da ist Erde. Wahrscheinlich muss ich einfach nur diese ganzen Erdhügel finden. Ganz klar, dieser Teil des Bodens ist uneben. Das ist eine Kiste. Ich wette, da ist die Asche drin. Ja, dann nimm sie doch. Sie ist verschlossen. Vielleicht der Schlüssel im Medaillon. Ja! Fertig! Die Kiste ist offen. Sie ist voller Asche. Warum nimmst du nicht eine Handvoll von der Asche mit? Okay, jetzt haben wir auch das Ritual. Können wir, glaube ich, machen mit der Asche, oder? Finde die Asche, damit ihre Schwestern zur Klippe gehen können. Jetzt mit ihnen gehe ich zur Klippe wahrscheinlich. So, vielleicht kann er das jetzt nochmal sagen. Hier, Birkita. Wir haben die Asche gefunden. Interessant. Hä? Wieso? Ja, dann red doch mal mit uns. Wir haben die Asche gefunden. Interessant. Okay, dann können die jetzt einfach mitgehen, nehme ich an. Danke, Tobi Reflow. Du bist dabei. Du bist dabei. So, jetzt müssen wir nur noch raus. Ich glaube hier. Okay. Also, wir haben die Asche. Wir haben dieses Signal. Wir haben so viel Kram, wo ich noch nicht weiß, wofür. Das macht mir ein bisschen Angst, weil das Spiel nähert sich ja dem Ende und ich muss wohl noch einige Rätsel lösen, habe ich das Gefühl. Hier war das Motorrad. Hier ist aber sonst auch nichts, ne?
Kann er es vielleicht? Nee. Okay, da waren wir überall schon. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir müssen... Hier kann ich wahrscheinlich immer noch nicht rüber, ne? Nee, okay. Ich glaube, die Zeit des Ballons ist jetzt auch vorbei. Oben waren wir, oben links waren wir. Hier rechts geht's weiter, nehme ich mal an. Und dann gehen wir mal zur Klippe. Da, wo alles angefangen hat. Vielleicht wird's ja besser. Kann ich eigentlich hier das Ding auch benutzen? Mal kurz gucken. Okay, das ist die offene Fläche, bei der sie mich abholen. Vielleicht muss ich jetzt diese Rose irgendwie einpflanzen oder so. Verbreite? Was hast du vor? Ich wollte die Asche hier verstreuen. Jetzt ist nicht die Zeit, um Asche zu verstreuen. Entschuldigung. Ich dachte, ne, wenn es geht, kann man es vielleicht machen. Okay, aber was ich nicht ganz verstehe. Wie kann ich denn die Rose... So? Ach so, ich soll die einfach nur bewässern. Sie hat sich bewegt. Ich glaube, es wäre gut, die Erde erst zu düngen. Mit der Intimcreme vielleicht? Ja, natürlich, weil die soll ja steif werden. Die... Jetzt vielleicht? Boing. Nee. Es wäre gut, die Erde erst zu düngen. Hier vielleicht? Bisschen Asche? Nee. Ja, ich habe halt keinen Dünger. Okay, das hat nichts gebracht. Gab's nicht irgendwo Pferdemist? Leute, ihr habt da gerade einen echt guten Punkt. Wo war denn nochmal die Kacke? Die wollte nicht... Aber jetzt habe ich ja eine Tüte. Ihr seid mir ein paar Genies. Und deswegen genießt ihr jetzt die nächsten Minuten, wenn ich das Rätsel löse. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Nee, das ist gelogen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber ich weiß, ich suche Kacke. Ich suche den Code, der die Welt bedeutet. Da rechts war auch nichts, ne? Hier nicht. Nee, ich muss wahrscheinlich zu den Tieren. Zu dem Bauernhof, glaube ich. Irgendwo hier war schon Kacke, die ich nicht aufheben wollte. Jetzt habe ich hier aber diese Plastiktüte. Das heißt, ich könnte den Kot als Dünger und dann oben bei der Pflanze. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber jetzt muss ich hier überall nochmal rumlaufen, nur damit ich den Kackhaufen finde. Ja, ihr habt recht mit dem Motorradfahren. Ihr habt so recht. Ihr seid mir ein Gehirn. Ihr 100 Leute seid mein Gehirn. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass ihr immer so richtig liegt. Das ist aber auch ganz schön hart vom Spiel, einem wirklich bis... Das ist nicht der Anfang, aber es ist ein relativ langes Stück zurück. Da denkt man natürlich gar nicht mehr dran, dass man das sollte. Da. Irgendwo hier ist der Haufen Scheiße. Da. Endlich. Und der liegt hier seit so langer Zeit. Ja! Geil! Eine Tüte Dünger!
Ey Leute, es läuft. Es geht hier sahnemäßig ab gerade. Die Ideen kommen im Sekundentakt. Der IQ ist förmlich greifbar. Okay. Nee. So. Einmal bitte Express zum Mond. Entschuldigung, zum dunklen Mond. Ja, sind Zeichen von Leben, überraschenderweise. Gartenarbeit ist eine alte Wissenschaft. Ich wusste, dass sie nicht versagt. Diese stinkende Tüte brauchen wir nicht mehr. Ist das lustig. Was haben Sie gemacht? Was glauben Sie? Ich habe die Tüte weggeworfen. Es kann bis zu 1000 Jahre dauern, bis sich eine Plastiktüte zersetzt. Wenn Sie die Umwelt verschmutzen wollen, dann machen Sie das bitte auf Ihrem eigenen Planeten. Ja, richtig, natürlich. Fertig! Ihre Prinzessin sieht großartig und strahlend aus. Machst du Witze, Erdling? Das ist nicht meine Prinzessin. Das sieht eher aus wie der Glöckner von Notre Dame. Meine Prinzessin war immer aufrecht, mit erhobenem Kopf. Sie macht nicht den Eindruck, als wäre sie vollständig lebendig. Es schmerzt, das zuzugeben, aber Sie haben recht. Aber ich habe ja zum Glück noch die Peniscreme. Buik. Was denken Sie jetzt? Meine Prinzessin. Schön und wunderbar wie immer. Nun, unser Teil des Geschäfts ist erledigt. Sie sind dran. Ich habe bei Erdlingen immer ein schlechtes Gefühl, aber sie haben mir das Gegenteil bewiesen. So spricht er wie Udo Lindenberg. Sagen Sie, der Weltraum könnte Transaktionen für Weltraumangelegenheiten, dass die Erde nicht zerstört wird? Richtig, natürlich. Eine Frage. Wie bekommen wir den Stein zurück? Aktivieren Sie einfach das intergalaktische Signal, wenn Sie es denn brauchen, und ich bringe Ihnen gern vorbei. An diesem Punkt sage ich auf Wiedersehen, Erdlinge. Oh, wie schade, ich hatte mich schon so an Sie gewöhnt, Mr. Selenite. Bis auf ewig. Diese Intimcreme ist fantastisch. Verliere sie bitte nicht. Diese Lacher. Diese schlechten Lacher. So, ihr seht es. Wir haben fast alles hinter uns. Fast grün. Hilft der Hexe aus dem Bunker. Immer, am Ende muss man immer der Hexe aus dem Bunker helfen. Oh, scheiße. Um Himmels Willen. Eine zweiköpfige Kreatur. Was ist mit dir passiert? Wir haben einen angereicherten Energiestoß erhalten. Ihr erbärmlicher Sabotageversuch hat uns zu einer überlegenen Kreatur gemacht. Ach, das ist der Dr. Gedönse, ne? Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss mich allein mit meinem Partner unterhalten. Ja, richtig, natürlich. So spricht er nämlich. Hast du etwas vor?
Ich kenne einen Laden in London, der ein 2-für-1 Angebot für Winterhüte hat. Es wäre toll, wenn Sie das wüssten. Es wäre toll, wenn Sie das wüssten. Sie könnten eine Menge Geld sparen. Interessant. Irgendwelche anderen Ideen? Im Moment nicht. Alter, der doppelköpfige Nazi. Hält aber ganz schön viel aus. Na, alle tot? Ja. Den Teufel auf seiner Seite haben ist wirklich ziemlich genial. Uff, es sieht aus, als wäre das die letzte Kreatur gewesen. Gut gemacht, Akino. Akiro, meine ich natürlich. Das Spiel ist aus von Daka. Idioten. Lassen Sie mich ihn befragen, Professor. Bitte sehr. Verdammter japanischer Verräter. Du sollst auf unserer Seite sein. Ist hier gut? Ah, guter Gag. Wussten Sie, dass Dr. Handloser verstümmelt gestorben ist? Echt? Wer misst jetzt meine Rektaltemperatur? Warum haben Sie so schlechtes Essen bestellt? Die Tauben- und Nussbrötchen waren ranziger als die Achselhöhle meiner Großmutter. Das stimmt, Verzeihung. Immerhin habe ich Sie mit einem Scheck bezahlt, der vom Kanzler ausgestellt war. Kommen jetzt nochmal alle schlechten Gags irgendwie? Okay, von mir aus. Darf ich Ihnen eine indiskrete Frage stellen? Ja, richtig, natürlich. Wie viele Eier haben Sie jetzt, wo Sie mit einem anderen Körper verschmolzen sind? 2 oder 4? 3. 3? Die verdoppeln sich nicht. Zumindest nicht bei mir. Was ist so lustig? Dass Sie ein dreihudiger Deutscher sind. Okay, das reicht. Sagen Sie uns, wie wir Ihre verdammte Rakete aufhalten. Es ist Ihre Gelegenheit, sich der Menschheit zu erlösen. Hahaha, man kann sie nicht aufhalten. Glaubt ihr, dass wir doof sind? Zur Hölle mit der Menschheit. Ich bekomme keine Luft. Das war's wohl. Ist er tot? Überhaupt nicht. Er macht Yoga. Tschüss für immer, verrückter alter Mann. Das ist ein rostiger Schlüssel. Okay, der ist natürlich super wichtig, nehme ich an, für eine der Türen, um die Hexe zu befreien. Jetzt sind aber alle Bösen, glaube ich, tot, oder? Alle Nazis sind befriedet. Nur die Ratten sind noch da. Die Ratten sind die einzigen Ratten, die noch da sind. Ah, läuft die Nase, Sekunde. Okay. Den Deckel da oben brauchen wir auch, aber den werden wir dann wohl bekommen, wenn wir ihn wirklich brauchen vom Alien. Das ist dann ganz am Ende. Sieh zu, dass du die Hexe mitbringst. Wir haben nicht viel Zeit. Stimmt. Aber jetzt, wo alle Nazis tot sind, sollte ich hier doch eigentlich easy durchlaufen können. Ja, mit was sollte sie sonst verschlossen sein? Fertig! Die Tür kann jetzt geöffnet werden! Ah, das ist hier wieder... Den Raum kennen wir ja schon vom Anfang dieser 2 Stunden. Dynamit nehme ich mal mit. Kann man immer gebrauchen. Hebel. Keine Ahnung wofür. Kann nicht schaden.
Moment. Ach, die Hexe, genau. Die Hexe ist hier irgendwo. Sie geht nicht auf. Das Öffnungsrad ist an der Tür festgeschweißt. Benutze mit Verliestür Dynamit. Zünde Dynamit an mit Streichholzschachtel. Wenn man es nicht auf die gute Art aufbekommt, bekommt man es vielleicht auf die böse Art auf. Feuer im Loch! Geil, und die Hexe ist jetzt auch platt. Oh, Mami! Ich hätte mir nie vorgestellt, eine Hexe zu sehen, noch weniger nackt. Wach auf, Hexe! Wach auf, Hexe! Sie reagiert nicht. Ich habe kein Interesse, das mitzunehmen. Das ist ein Glas. Ist kaputt. Da ist ein kleiner Aufkleber drauf. Comastat 107. Extrem wirkungsvolles Sedativ. Okay, die ist also offensichtlich sedativiert. Ich sehe das alles sedativ. Wir müssen da einfach nur ihr irgendwas geben. Vielleicht die Intimcreme, einfach nur... Naja, dann wäre sie halt wach geworden, vielleicht steif geworden. Also halt auf, sie wäre auf jeden Fall aufgestanden. Wasser? Nee, auch nicht. Aber an sich eine gute Idee. Die Asche? Auch nicht. Vielleicht die Schachtel? Oh, war vielleicht das hier? Das Glas ist leider leer. Ja, okay. Das wird aber jetzt ja auch nichts bringen, oder? Hat leider wenig gebracht. Ja, okay, haben wir verstanden. Reagiert nicht. Ich habe aber keine Items hier. Kann man ja alles nicht benutzen, ne? Kann man alles nicht mit dem Glas, vielleicht hiermit? Nee, ne? Das ist ja auch das Beruhigungsmittel. Das würde ja gar nicht den Zweck haben, den ich... Mann, ist das letzte Rätsel. Ich guck nochmal. Was meint ihr, das Glas beim Glas benutzen? Aber das Problem ist, dass das ja auch... Genau, es ist halt auch vor allen Dingen das Sedativum, das ich gar nicht brauche. Nee, alles dumme Ideen. Bringt alles nichts. Ja, shit, was kann ich denn machen? Jemand hatte vorhin die gute Idee, das hier zu benutzen mit dem Pömpel. Es ist eigentlich eine gute Idee, aber hier scheinbar nicht. Nein, der Medizinschrank ist leider gar nicht aktivierbar, der ist gar nicht aufmachbar. Hast du in jedes Klo hier reingemacht? Okay, das ist auch nicht. Dann gucke ich nochmal in den anderen Raum. Auf der linken Seite. Das Medaillon? Moment. Ihr habt recht, ne? Das Medaillon ist ja, glaube ich, hat ja mit ihr eine Verbindung. Ihr habt recht, das könnte wirklich sein. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ah. Oh. Ich fand aber die Idee war sehr gut. Ich probiere einmal alle Gegenstände, auch wenn ich glaube, dass... Ne, das Problem ist halt, das Glas hier ist leer. Da ist aber nur Sedativum. Also, wo kriege ich jetzt was Belebendes her? Vielleicht Schnaps aus der Stadt? Irgendwas Alkoholisches? Ja, jemand sagt auch, ne, in die Bar gehen. Ja, das war auch mein Gedanke. Dann versuchen wir das doch mal. Jetzt haben wir hier alles einmal durch. Mal hier nochmal. Ah, noch einmal gucken, ob hier nicht irgendwas ist.
Nee. Ja, ich probier's mal. Spieluhr habe ich schon probiert. Wasser haben wir auch schon probiert. Ich glaube, wir müssen... Oh! Hab ich... Ach so, ich Idiot, hab's zugemacht. Ha, ich dachte schon gerade, wir müssen das Rätsel hier in diesem Raum lösen, aber nein. Ich habe einfach nur die fucking Tür zugemacht. Nee, da nicht. Moment. Wo ist denn jetzt nochmal die Tür? Das müsste ja eigentlich die sein, ne? Da war doch rechts ein Hebel. Nee, dann war das die andere. Da unten. Genau. Okay, wir versuchen das mal. Wir gehen mal zur Kneipe. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Beeil dich lieber, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, es ist nicht so einfach, mein alter Freund. Okay, ich glaube, da ist eine Bar und bei der Bar könnte halt was sein, um einen wiederzubeleben. Aber in die Bar bin ich in der Stadt gar nicht reingegangen, weil dann dieser Angriff kam. Vielleicht kann man da auch nicht reingehen. Wir versuchen es mal. Da ist die Bar. Das Eclipse-Fest. Ja, das ist ja schon durch. Das hat ja schon nicht gut funktioniert. DJ Kaiser. Warum hast du diese dreckige Pisse eingesammelt? Die habe ich für mich selbst mitgenommen. Für dich? Ja, ich habe mich für Dr. Edward Kidneys Urintherapie-Vorlesung eingeschrieben. Igitt. Aber man sollte doch seinen Eigenurin trinken. Ich habe mich für den fortgeschrittenen Kurs eingeschrieben. Interessant. So, hier ist sonst nichts mehr. Die Pisse ist ja von einem sehr betrunkenen Soldaten gewesen und ich nehme an, dass die Pisse immer noch ein bisschen Restalkohol inne hat. Und ich glaube, dass wir hier jetzt auf der Siegesstraße sind. Danke auch, Bambo! Ist alles ein bisschen eklig, aber es ist nicht falsch, wenn es funktioniert. So, jetzt haben wir jede Location mindestens 2-3 Mal besucht. Das sollte jetzt reichen. Urin ist ammoniakhaltig. Und es ist ja auch eine Ammoniakflasche, ne? Okay. Aber ist Ammoniak wirklich so... Hilft das... Ist das so belebend? Ich meine, es ist ja jetzt nicht gerade Riechsalz oder so. Na gut. Aber ich werde es nicht hinterfragen. Bitte funktioniere. Yes. Es sieht aus, als hätte es funktioniert. Nee, Pox. Unten habt ihr natürlich... Na komm, ich lese die richtige Vorlesung. Wer zur Hölle seid ihr? Ich verstehe nicht, was Sie sagen, Hexe. Geben Sie mir bitte einen Moment. Entschuldigung, ich habe meine Urintherapie-Hausaufgaben gemacht. Ich bin schon wieder da.
Oh, puh, ich keep Nierpox. Was hat sie gesagt? Sie sagte, bringt mir meine Schwestern. Wieder hier. Dieser Hort beschert mir Gänsehaut. Mir wühlt er die Eingeweide auf. Anscheinend haben sie es geschafft, Edda zu retten. Die sind gar nicht so dumm, wie sie ausgesehen haben. Deine Schwestern sind hier, Edda. Ich glaube, die Bedingungen für die Durchführung des Umkehrrituals sind nun erfüllt. Mach dich bereit, Akiro. Wir brauchen jetzt die Hilfe unseres Selenitenfreunds. Ja, richtig, natürlich. So einen riesigen Stöpsel. Tja, ganz schön dumm für die deutsche Rakete, dass da der dunkle Mond plötzlich weg war. Alles ist wieder normal. Ach, wir könnten Ihnen das danken, was Sie für uns getan haben. Behalten Sie für sich, was passiert ist. Die Obrigkeit möchte das nicht publik machen. Es würde sowieso niemand glauben. Ach, so soll es sein, Krakowitz. Niemand hier hat irgendwas gesehen, in Ordnung? Ja, richtig, natürlich. Ich muss zugeben, ich habe nicht auf euch gesetzt, Jungs. Danke. Wir hätten gerne mehr Leben gerettet. Ihr habt meins gerettet. Und das von Millionen von Leuten. Wir werden Sunday wieder aufbauen. Sie und ich können die Geburtsrate dieser Stadt erheblich verbessern, Miss Ness. Meine Herren, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Für die vier Pokerspiel? Es gab kein Spiel. Dieser Trottel Sigurd ist gar nicht aufgetaucht. Viel Glück. Bis auf ewig. Wir werden euch vermissen. Passen Sie auf sich auf. Nils! Ja? Ich weiß, wie du deinen Arm verloren hast. Interessant. Mein Kätzchen! wo fliegt die Rakete jetzt hin? Ja, die fliegt dieser Plastiktüte hinterher. Wo warst du? Ich habe auf dich gewartet. Die Typen, die mich gerettet haben, sagten, dass du mich betrogen hast. Hast du vorgetäuscht, eine Geisel zu sein, damit ich den Fluch auslöse? Gestehe, verdammter Bastard! Ich habe das Gefühl, Schmidt wird gleich zu einem dreihudigen Lachs. Oder er war schon immer einer. Wie undankbar! Wenn ich nicht wäre, wärst du tot! Als ich dich gefunden habe, warst du nur ein ausgesetztes Baby. Komm schon, kotze aus, was du in dir trägst. Oh. Alte Egoistin, ich hatte dich. Ich hab meine Sprache zurück. Wut beseitigt die Folgen des Zaubers. Ich habe vergessen, das zu erwähnen. Es waren 9 verdammte Jahre. Es war eine Buße, weil du mich verlassen wolltest. Eine Buße?
weil ich unabhängig werden wollte. Ich habe 40 Jahre an deiner Seite gelebt. Das stimmt. Ich gebe zu, das war ein bisschen hart. Aber ich hatte Verlustängste. Du bist die einzige Familie, die ich habe. Es tut mir leid. Das war selbstsüchtig. Ich habe nur an mich gedacht. Es ist jetzt Zeit, dass du deinen Weg gehst, mein Sohn. Im Ernst? Ja, richtig. Natürlich. Du bist die beste Mutter der Welt. Liebster Sohn, es steht dir frei, deinen Weg zu wählen. Aber zuerst musst du noch 9 weitere Jahre büßen. Für den Verrat. Haha. Alter, ich wusste es von Anfang an. Er ist jetzt ein dreihodiger Lachs. Und wir sind, ne, zurück in Berlin, ne? Das war eine gute Wahl, einen ihrer Doppelgänger zu schicken, mein Kanzler. Friedrich von Daka war nie legitim. Der Kanzler gefällt mir am besten. Guten Morgen, Prinzessin. Wie geht's dir heute? Was für eine dumme Frage, wie schon. Schön und wunderbar wie immer. Prinzessin! Betrügerische Erdlinge! Jetzt erfahrt ihr, was globale Erwärmung bedeutet. Du hast doch zugeguckt. Einfach auf die Pflanze draufkoten und dann ein bisschen Wasser. Und die Gleitcreme. Dim, 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 dim. Okay, also Diego Canepa hat meiner Ansicht nach ein richtig gutes Spiel hier geschrieben. Ich habe da jetzt 10 Stunden mit verbracht. Eisregen 1349 war wahrscheinlich auch die ganze Zeit dabei, denn der ist seit 5 Monaten am Start. Es ist lustig, es hat Stil, Humor, Atmo, es hat eine gute Geschichte, es klaut bei den besseren Spielen dieser Art. Es macht Spaß, einfach rumzulaufen, zu spielen, die Interaktion, die Möglichkeiten mit den Items zu interagieren, aber auch die Möglichkeiten durch den alten Mann diese Spektralebene zu untersuchen und die Art der Rätsel, die sich daraus ergeben. Alles meiner Ansicht nach richtig gut. Das Spiel kostet nur, ich glaube, jemand hat es im Chat geschrieben, das kostet irgendwie nur 5 Euro gerade. Wenn ihr also jetzt das gerade gesehen habt und nur das Ende oder so und euch echt nochmal 4,49 und wenn ihr euch nochmal den Anfang und die Mitte des ganzen Spiels angucken wollt, es ist es meiner Ansicht nach total wert, es nochmal selbst alleine für euch zu erleben, dann solltet ihr jetzt zugreifen, weil klar, ihr kennt das Ende, aber ihr kennt den Weg dahin wahrscheinlich noch nicht, es sei denn, ihr habt bisher jedes einzelne Mal mitbekommen, wenn ich gespielt habe. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich das Spiel durchgespielt habe, bin aber auch glücklich, dass es jetzt vorbei ist, weil es auch von der Länge her jetzt auch seine goldene Mitte gerade erreicht hatte. Es war gegen Ende, dachte ich, oh Mann, geht das jetzt nochmal 2-3 Stunden weiter oder so? Nicht, dass ich das nicht gemocht hätte, aber es war halt so, es hat sich so zum Endgame hingebeugt. Und ich finde es immer schade, wenn es sich dann endlos lange rauszieht. Was hat mir nicht gefallen? Ein paar Gags waren, finde ich, nicht so gut. Die waren einfach nicht lustig. Da weiß ich auch nicht genau, soll der Gag sein, dass es nicht lustig ist oder so. Und was war das jetzt mit dem Urintrinken am Ende? Ich verstehe es einfach nicht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es schießt die Gags aus der Schrotflinte. Und da trifft eben nicht jede einzelne Kugel. Aber es ist schon am Ende, geht man verletzt und lachend nach Hause. Also es war schon echt gut. Mir haben 1-2 Sachen nicht gefallen, wobei die auch okay waren. Aber ich finde es schade, dass ich für keinen einzigen Tod der Nazis verantwortlich bin. Außer die kleinen Kämpfe, die man hatte, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Und komischerweise hat sich der Teufel auch nie wieder gemeldet und meine Seele, um die abzuholen. Jedenfalls hätte ich gerne selbst die Mechanismen
aktiviert, die dann zum Ableben der ganzen Offiziere und der ganzen Obernazis geführt hätten. Das hätte ich gerne selbst gemacht. Das ist so ein bisschen in den Cutscenes von alleine passiert. Fand ich auch schön, aber irgendwie fehlt mir jetzt, dass ich im Finale nochmal irgendwie richtig was machen kann. So wie bei Monkey Island, ne? Wo man LeChuck halt irgendwie auf irgendeine Art immer noch erledigen muss. Sowas hat mir hier ein bisschen gefehlt, aber abgesehen davon, genau, ja gut, den einen, den Darker Doppelkopf habe ich erwischt, ja. Nee, wie gesagt, wenn ich überhaupt jetzt Kritik suche, dann wären das ein paar Punkte, die mir einfallen, aber so viel mehr habe ich da gar nicht. Es ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Ich hoffe, ihr guckt es euch vielleicht nochmal an oder kauft es euch sogar. Die Demo ist, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr jetzt nur ein bisschen was gesehen habt und mal reinspielen wollt, ist die Demo immer noch verfügbar. Da könnt ihr so eine knappe Stunde spielen und eigentlich sehr viel schon vom Intro und der Rätselmechanik und der Story vorwegnehmen. Lohnt sich, meiner Ansicht nach. Ne? Es war schön mit euch. Dann schicke ich euch jetzt mal, denn ich habe Sonntag. Ich feiere jetzt mein Feierabend, Wochenende. Aber jetzt habe ich Wochenende. Und ich bin auch echt froh, danke, dass ihr alle ein bisschen genervt habt, dass ich das jetzt endlich fertig gespielt habe, weil es hat jetzt seit Februar, hing es mir so im Nacken. Und ja, jetzt bin ich durch und freue mich auf einen potenziellen nächsten Teil. Sollte es 10 Witches geben oder irgendwas in der Art, würde ich es auf jeden Fall nochmal spielen. Meiner Ansicht nach haben das die Entwickler richtig schön gemacht. Richtig liebevolles, tolles Adventure. So. Und wenn ihr Indiana Jones mögt oder so dieses Setting, dann seid ihr hier ohnehin richtig, weil es hat ganz viel von diesem Indiana Jones Flair, finde ich. Nicht nur wegen den Nazis, auch wegen dem Mystischen und auch wegen dem Alten und dem Jungen, die sich beide ganz gut ergänzen, zusammen einen Indiana Jones ergeben. Ja, kann ich euch nur empfehlen. So, jetzt machen wir ein Raiderinski. Wo wollt ihr hin raiden? Wen haben wir denn? Knossi. Alter, 30.000 Leute. Das ist ein Typ. Wir hätten noch Bonja, da ist jetzt gerade der Orner und entwickelt weiter sein Spiel. Ist vielleicht irgendjemand da, der uns noch ein bisschen näher ist? Der Nils ist nicht da, der Ede ist nicht da, die Mara ist auch nicht da. Was ist mit Just Giggles? Ist auch nicht da, ne? Nee, auch nicht da. Okay, habt ihr irgendwas? Nee, ihr habt auch keinen, ne? Mara soll laut Plan gleich anfangen. Ja, aber sie hat leider... Ist sie aktuell noch nicht da? Nee, leider nicht. Na gut, dann schicke ich euch zu Orna. Grüßt ihn mal von mir. Ich wünsche ihm alles Gute für sein Spiel. Ich selbst habe auch gerade Interesse, ein Spiel zu entwickeln. Ganz kleines. Den deutschen Grillsimulator. Da habe ich tatsächlich schon mit Leuten geredet. Vielleicht mache ich das ja auch irgendwann mal. Dann könnt ihr mir dabei zugucken. Das geht wahrscheinlich schneller und einfacher als das, was Orna da versucht. Okay, Leute, wir schicken euch jetzt zu Bonja. Ihr könnt aber auch um 16 Uhr, das ist in wenigen Minuten, rüber zu Mara gehen. Aber die ist jetzt leider noch nicht live. So, Leute, macht's gut. Ich schicke euch rüber. Könnt ihr hinraiden und dem Orna beim Coden helfen. Ansonsten bin ich morgen wieder da. Morgen gibt's auch wieder was Neues. Das ist gerade erst rausgekommen, beziehungsweise wir dürfen es erst ab morgen spielen. Da muss ich selbst nochmal gerade gucken, was es eigentlich genau ist und wie es heißt. Dusk Falls. Dusk Falls heißt das Spiel. Das mache ich dann morgen wahrscheinlich so ab 13 Uhr. Also wenn ihr Bock habt, seid ihr dann dabei. Wobei, darf man das erst ab 15 Uhr spielen? Ich bin mir gerade nicht sicher, müssen wir mal gucken. Also vielleicht ab 13, vielleicht ab 15. Auf jeden Fall werdet ihr mich morgen wieder hier sehen. Und jetzt schicke ich euch rüber. Es war wirklich toll mit euch. Grüßt mir den Orner. Bis dann. Ich hab euch lieb. Was? Jetzt ist Mara online. Ja, jetzt habe ich euch schon zu Orner. Jetzt kann ich nicht. Das müsst ihr dann manuell machen, wenn ihr wollt. Da seid ihr herzlich eingeladen. Gerne alle zu Mara gehen. Aber jetzt erstmal dem Orner kurz Hallo sagen von mir und liebe Grüße. Okay. Am 19.07. kommt Stray, hat gerade noch jemand geschrieben. Ja, da habe ich natürlich auch direkt schon einen Key reserviert. Das ist so ein Cyberpunk Walking Simulator, wo man eine Katze ist. Mehr kann ich auch nicht sagen, mehr weiß ich auch nicht. Okay. Jetzt muss ich nur noch das beenden, genau. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, auch dieser dritte Teil, wenn es euch gefällt, dass Spiele durchgespielt werden, dann klickt rein, guckt ihr euch an, empfehlt sie auch mal weiter, lasst einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke an, ihr kennt das Prozedere, schreibt einen Kommentar, all das hilft, wenn ihr mir helft,
dem Algorithmus zu helfen. Dann helfen wir alle zusammen euch mit mehr Videos. Bis dann, Leute, macht's gut und tschüss.